Hallo, liebe Deutschlernende. Ich habe eine kurze Frage für euch. Ihr habt mir viele Themenvorschläge gemacht und ich habe jetzt sehr viele Ideen gesammelt von euch und ich mache die Videos basierend auf diesen Ideen. Also ich habe schon ganz viele Videos gemacht über die Städte, die ihr vorgeschlagen habt. Aber was mir noch fehlt, sind ein paar Themenvorschläge über Themen der deutschen Sprache. Nun, ich möchte nicht viel Grammatik erklären, weil ich denke, dass es effizienter ist, wenn man Grammatik lernt, indem man Muster erkennt, ja, indem man viele verständliche Inhalte hört. Aber ich könnte euch ein paar Vokabeln erklären. Ja. Deswegen ist meine Frage an euch, welche Vokabel findet ihr am schwierigsten? Welche Vokabel vergesst ihr immer? Welche zwei deutschen Wörter könnt ihr sehr schlecht auseinanderhalten? Ja, ich möchte versuchen, euch die Vokabeln besser zu erklären und in einem Zusammenhang zu bringen. Ja, ich möchte, gerade wenn zwei Wörter schwierig sind oder schwer voneinander zu unterscheiden sind oder verwirrend sind, dann würde ich sie euch erklären, damit ihr sie euch besser einprägen könnt. Ja? Natürlich möchte ich nicht als... Wow, Wind. Sorry, das ist immer so eine schlechte Tonqualität, wenn der Wind kommt. Aber ich hoffe, ihr könnt mich trotzdem verstehen. Genau, natürlich möchte ich nicht als Wörterbuch fungieren. Ich meine, ihr könnt jedes Wort nachschlagen im Wörterbuch, aber nur weil man ein Wort im Wörterbuch nachschlagen kann, heißt es noch nicht, dass man den Sinn versteht. Ja, manchmal werden die Wörter im Wörterbuch nicht so gut erklärt. Und ich kann euch Wiktionary empfehlen, ja, schaut auf wiktionary.org und dort sind viele deutsche Wörter sehr gut erklärt. de.wiktionary.org. Aber falls das nicht hilft, falls Wiktionary nicht hilft, würde ich euch sehr gerne auch Vokabeln erklären und vor allem ja, Vokabeln, die entweder sehr gleich klingen oder ähnliche Bedeutungen haben oder verwirrend sind, ja, die werde ich euch auch erklären, sodass wir natürlich immer noch ganz viel über persönliche Entwicklung sprechen und du jeden Tag verständliche Inhalte bekommst, aber dass wir auch die deutsche Sprache an sich öfters hier bei Authentic German Learning thematisieren. Ja, ich möchte eine gute Balance haben, weil manche von euch mögen das eine mehr und andere von euch mögen das andere mehr und ich mache ganz viele Videos und deshalb möchte ich es so machen, dass für jeden etwas dabei ist, ja, dass jeder von meinen Videos profitieren kann. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns morgen. Tschüss!